Hallo und willkommen zu Disco Elysium. Oh yeah! Wir erfahren heute endlich, was hinter der Tür ist. Genau, so ein Schaf drauf. Cliffhanger für Ewigkeiten. Oh Mann. Willkommen alle. Ja, aber erstmal die Tür aufgemacht. Und okay, das Interessante war, der Schlüssel zur Tür lag bei den Hardy Boys draußen im Baum, so als ob da jeder greifen könnte. Was halt nahelegt, dass Ruby den Schlüssel genommen hat wahrscheinlich. Okay, es würde nahelegen, dass Ruby den Schlüssel genommen hat, aufgemacht hat, hoch ist, unsere Leiche umgebracht hat, ich weiß gar nicht mehr, wer hieß. Und wieder runter ist. Die Frage ist, wieso hängt sie den Schlüssel wieder in den Baum rein? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Sie würde eigentlich absperren und den Schlüssel mitnehmen. Wieso sollte sie wieder in den Baum reinhängen? Es macht keinen Sinn, dass sie den Schlüssel reinhängt. Also ich glaube doch nicht, dass sie es war. Aber wer hängt mir den Schlüssel rein? Wer wollte da Zugang dazu haben? Keine Ahnung. Lass reingehen. Das Problem ist, wir haben fast... Oh Gott, wir haben fast 22 Uhr, ne? Na gut. Hm? Oh. Auf diesem Flipper-Automaten steht Franchuk, leider das Thema sind Pferde und Schwerter. Okay. Flipper heißt Weiße Dora, die gleich eine trauernde Frau abgebildet. Notiz, der Ersatzschlüssel ist an dem Strauch vor dem Eckzimmerfenster gebunden. Der Ersatzschlüssel, nicht vergessen. 5. Den habe ich. Also war das bloß der Ersatzschlüssel und Ruby hat vielleicht den echten Schlüssel gehabt? Das ist ein fucking Aufzug. This small elevator is dimly lit by a bulb that's been glowing for ages. The latticed cage is open, inviting you to step inside. Ich weiß gar nicht, ob ich da reingehen soll. Ist das Twitch ab? Das sollte an sein. What? Ich hab's doch angemacht. Oh, connecting to server. Oh. Wieso geht das nicht? Der connected nicht. Oh no. Moment. Ja, es sollte an sein, aber es ist nicht an gewesen, weil ich konnte nicht abstimmen. Moment mal, ich muss... Da muss ich wohl, weil das nicht connected ist. Muss ich nochmal beenden und neu machen? Hat irgendwie nicht connected. Muss ich aber rauscutten im Finalen. Also wenn ihr das auf YouTube jetzt seht, so wie ich jetzt laber und es nicht rausgeschnitten habe, dann lasst mich in den Kommentaren wissen, dass ich faul bin. Oder bietet mir an, Sachen zu editieren. Ich würde durch die Hilfe brauchen. Nicht dazukommen. Ah, komm, Spiel. Ich muss schauen. Ich muss das, dieses geheime Token eingeben da. Jetzt heißt Connection Established. Davor war irgendwie was. Hat irgendwie nicht verbunden. Vielleicht habe ich im Internet meint. Ja, jetzt ist hier auch das Symbol da. This small elevator is dimly lit by a bulb that's been glowing for ages. The latticed cage is open, inviting you smells of nougat and sweat. Your head brushes up against the ceiling. There is a control panel to your right and just enough room for two people to fit in. There are large rectangular buttons. Monte, descend, and an international call for emergency assistance. That third one appears to be broken. Also ich hab dran gedacht zu verbinden, er hat sich bloß nicht verbunden. A small steel plaque reads Halter 800. Halter is a Koningsteiner lift company who went out of business a long, long time ago. Aha, wofür wurde der Ausflug eingesetzt? The deep scratches on the floor suggest it was used as a freight elevator for transporting heavy machinery. And one man.
Habe ich wirklich Zeit dafür? Ich soll meine Pistole holen um 22 Uhr. Ich meine, ich hoffe, das geht noch ein bisschen länger bis 23 Uhr und ich muss nicht genau punktum. Shit. Hier steht er dort. Jemand läuft mit einer Seitenwaffe herum und gibt sich als Polizistin aus. Du musst sie um 22 Uhr in der Nähe des alten Fischmarkts treffen. Ich meine, ich habe noch 10 Minuten Zeit. Ich meine, ich habe noch 10 Minuten Zeit. Können aber kurz reingucken, was da ist. Shit, wo bin ich? Hinter dem Zimmer von unserer Orange, unserer Lügenklasche. Kleine Fenster zugelebt mit schwarzem Kunststoff, so kannst du nicht hinausblicken. Das ist ein geheimes Zimmer. What the fuck? Nicht bloß ein kurzer Aufzug. Regale sind voller Werkzeuge und Extrateile. Ersatzteile, nicht Extrateile, aber es ist fast dasselbe. Baupläne für Flipperautomaten in futuristischem Gewand. Was ist da? Empathie und Augenhand. Empathy. Sieht denn das aus? Mantel des Flippermachers. Oh Gott, nein. Ich hätte mal vielleicht auch mal eine Badekappe, Mann. Ich brauche mal, aber ich habe nichts Besseres für den Kopf. Um genau zu sein, ich habe gar nichts für den Kopf. Meine Badekappe bleibt da. Da sind Schuhe, Hand, Abdrücke. Der Flippermaut wird zerlegt und ausgeschlachtet. So, this is where they brought 40 pinball machines to fix them up. A long time ago. Everything is covered with dust now. Anscheinend haben sie irgendwann mal Flipperautomaten repariert. Yes. Pinball hasn't enjoyed a heyday for 15 or 20 years. War eine Flipperwerkstatt. Yes, ja. Martinez North 22 used to be a pinball arcade. Mhm. Mhm. And it has been forgotten. Now there is only one working machine in the main hall. The rest is lost to dust. Das Whirling Rex war früher die East Della Delta Flipperhalle. Das letzte ist noch übrig. As the dice maker said, yes, it all fits. Not that it has anything to do with the case, but it is a nice connection. But then it went bankrupt. Your skin crawls from making the connection. Ach so, könnte das bedeuten, dass das Whirling Rex tatsächlich ein Teil des verfluchten Gewerbeblocks ist? Yes, it would mean that, and God would not like that. He should probably be made aware that his establishment is part of the neighborhood ghost story. Nice. Ja, und das ist die Tür, die auf dem Balkon führt, hä? Sind das you Rubis? You clearly see footprints in the downy carpet of dust covering the workshop floor. Niemand war hier vor kurzem. The dust has not settled again where these footprints have been made. The displacement in this dusty hell tells a story. Was hast du bedeutet? Neither the footprints nor the dust speak their secrets. But you know, it means that someone has been back here. Studiere. Large prints, most likely made by boots. The size is hard to determine. Sole could be bigger than vamp. The soles have left a pattern, uniform, horizontal lines. Shoe size is 41 to 42, maybe 43. It could be a large-footed woman or a small-to-average-footed man. This is, unfortunately, the worst, most vague shoe size there is. 41 habe ich. The footprints are still there. They have told their story. Okay, und ich habe den Ersatzschlüssel bloß. Also hat Ruby vielleicht doch den echten Schlüssel und ist hier durchgegangen. Das passt zum Mord. This is the inside of the barred door you've seen before. Ah,
keinen Grund, sie nicht zu entriegeln, eigentlich. Okay, es deutet momentan alles darauf hin, dass Ruby sich hier durchgeschlichen hat und... Was ist das? Handvoll getrockneter weißer Wildblumen. Hallo? Shit, da ist meine Wahrnehmung nicht hoch genug. Das zu sehen. Aber es deutet alles darauf hin, dass sie da durchgegangen ist und dann vom Fenster, vom Balkon aus geschossen hat. Aber war Motiv wirklich Eifersucht? Eifersucht ist so ein langweiliges Motiv. Aber ein ziemlich häufiges Motiv. Schau mal, wir haben noch Zeit. Ne, das können wir ihm später auch noch sagen. Gott, ich würde auch noch hier Karaoke singen wollen, aber dazu haben wir wirklich keine Zeit. Oh, ihm das kurz noch berichten. Ich hätte schon mal. Ich habe noch ein paar Minuten. The Coppernado is back. What do you want? Wegen dieser komplexen Unternehmung in Rubys Lastwagen, ich glaube, das steht in Verbindung mit einem anderen Fall, an dem ich arbeite. Nope. Keine Reaktion, next was? Question. Okay, geh mal. Wobei Frauen angeblich eher selten morden. Die morden bloß klüger, lassen sich weniger erwischen. Männer morden emotionaler, sind mehr passionate dabei. Frauen sind eher kaltherzig und kalkuliert. Viel gefährlicher. Wenn du einen Hut hättest, würde ich den dir abkaufen. Okay, wir müssen rüber nachts. Oh, es ist auch so nachts und dunkel. Warte mal, lass mich. Zumindest eine Taschenlampe anziehen. Okay. Das andere ist, ich hätte ja auch vielleicht Schnellreise nehmen können, aber es ist zu spät. Alles klar. Ich sag's dir, wie es ist, aus meiner Lebenserfahrung. This is it. The scene of the party. The fire pit. Cigarettes and empty bottles all evidence it. Was hätten viele Leute gefeiert? Was, looks like er oder was? A while, judging from all the bottles. The sunken motor carriage provided them a focal point, like a goose eye sculpture or a chocolate fountain. Okay. Es wird langsam knapp mit der Zeit. Fußspuren vom Unfallort führen hier weg. Was geht hier ab? Noch langsamer. Was haben die denn zwischen den Fischen zu suchen? Was denn? Franz und genau diese Kavalierstiefel. The fuck? Plus 1 auf indirekte Methoden der Besteuerung. Und das ist plus 1 auf Wahrnehmung. Was ist denn indirekte Methoden der Besteuerung? Ah, hier. Das lasst den Fischer aus den Stiefel. Ah ja, habe ich nicht mal gebraucht, hätte ich verkaufen können. Einfach nur.
Moment mal, ist das die mit dem Schwert? Ne, das ist doch die mit dem Schwert. Wer ist das? Nicht? I'll just keep the Joyce ist hier. If that's okay. It's too shallow near the pier. Das bin ich erkannt vom Model. Hi, ma'am. And it's a jetty, by the way. Of course. Jetty. Shit, ich habe immer so viel Zeit. I prefer a good jetty to appear any day. Jetty. Something about the way she says it makes you want to sing. Run an den Anleger. Oh, jetty, oh, jetty. Danke für die Follows. Follow, Captain Coke. It's good to see you here, Detective. Come on, I only just arrived myself. Schnapp dir auch noch was zu trinken und knabbern. Schalt vom Alter ab und hab Spaß. Ich muss in 4 Minuten bei meiner Gnade sein. Ich brauche sofort ihre Hilfe mit etwas. Es ist keine Zeit zum Reden. Was? Ich könnte sie mitnehmen. Zu zweit? Ist es wohl sicherer? Of course. How fortuitous that I'm so close at hand. What do you need? Shit. Mein Ausweis. Ausweis ist egal, ist mir vor. Ich dachte, ich kann sie mitnehmen. Okay, scheiß drauf. Ich dachte, ich bin halt. Ich gehe alleine hin gegen eine bewaffnete Person, die meinen Revolver hat. Und. Da. Eines Halsohrens. Nee, die Kinder sind zu Bett gegangen. Ich nehme mal an, dass das andere hätte ich reden können. Und wenn ich sage, ich brauche ihre Hilfe, dann sagt, hat sich wahrscheinlich die Konversation einfach abgebrochen und dann kam die Standardkonversation, was ich schon gemacht habe. Oh, war da gerade was? Da war was. Entspann dich, das ist nicht deiner. Das ist ein Reverse Shot gefahren. Was ist nicht meiner? Der Wagen hier? Schnellreisen freigeschaltet, Kirche. Oh. Shit, ist da der Fischermarkt? Nee, ich weiß nicht mal, wo der Markt ist, genau zu sein. Oh, you know. Kanalisation. Das müsste der Fischermarkt sein. Oder da unten. Da unten der, oder? Nach 4 Minuten. Nee, des alten Fischermarkts. Moment. Geh weiter, bis die Promenade auftaucht. Das ist doch so Promenade hier, oder? Ist das der Fischermarkt? Schauen wir, wie viel es noch verwirrt. Na, es sieht halt nicht so wie ein Fischermarkt. Ich glaube, der ist unten. Ich glaube, das ist der unten. Sieht dann so wie ein Fischermarkt aus. Es sieht eher wie ein Bahnhof aus. The remaining windows rattle from a strong gust of wind. They're covered in a thick layer of grime. They must have been like this for 40 years. Dripping water falls from a high place. All you can see is the shadow of a collapsing staircase. There's rust and corrosion on the bars. They're foaming with it. And Meeresalz überzogen. Ist okay. Nein, wir haben legit keine Zeit dafür. Oh mein Gott, da ist Loot. Nein, ich muss runter. Ich will mit meiner Gnade das jetzt nicht verpassen. Das ist der Fischermarkt. Das könnte sein. Da müssen wir außen rum. Ich meine, ich kann zwar nicht wirklich gut schießen. Was ist das? Geld rum. So, okay. Was ist da? Wieso liegt hier so viel Zeug auf einmal? Oh shit, ich weiß, wieso hier so viel Zeug auf einmal liegt. Ich habe Wahrnehmung +3 bekommen. Ich habe sonst immer Wahrnehmung 1 oder 0 gehabt. Und ich hatte den Gedanken abgeschlossen für der Kuldamaker Kuldomama Dakwa. Und der gibt mir 3 Wahrnehmung. Und durch die 3 Wahrnehmungen sehe ich plötzlich lauter Sachen in der Welt, wo ich anklicken kann, die davor gar nicht auftauchen. Das ist interessant, deswegen bin ich davor im Allem vorbeigelaufen. Weil ich habe ja hier, niedrig genommen, das war ja okay, das ist okay, nett, das ist okay. Wir kriegen da voll auch den Loot so ab hier. Den ich davor nie gesehen habe.
Ach, das müsste doch der Fischmarkt sein. A scattering of bullet holes is spread across the cracked wall, reaching from one corner to the other. Deswegen habe ich am Anfang nicht alles gefunden. Die Socke, stimmt, bestimmt, genau. Warum so viele Einschlüsse? Ach, visuelles Kalkül habe ich doch recht hoch. Let's go. Unable to piece together the big picture just now. There's a hole in the hypothesis. Ich bin dumm. The scattering of bullet holes looks like one giant smiling mouth, smiling its deadly smile, laughing at you and the world and the living. Mein Gott, sind da viele Einschlüsse dahinter. The density and spread of these bullet holes is surprising. Das später nochmal. This takes a lot of bullets. Fully automatic rifle fire. Okay. Also das ist etwas, was ich leicht wiederholen kann, weil visuelles Kalkül tue ich bestimmt nochmal trainieren auch. Ne, weil das sind so Sachen, die ich gerne trainiere. Die anderen Sachen sind mir scheißegal. Bist du richtig in der Gegend? Ich hoff's. Ist das nicht der Fischmarkt? Nein. Ein geräuchter Fischer. Könnte sich da die Anstifterin drin aufhalten? Doch. Das sieht doch aus wie hier, oder? Ist das nicht hier so Stände? Das sind so, ist das nicht der alte, hier der Fischmarkt? Das bin doch hinten doch. Oh. There's no way the perp is in here, officer. Look how scarred the boards are. All attempts to pry them off have failed. Und ich versuche mir Zugang zu verschaffen. Not this time. The opposition is insurmountable. But I like the spirit. Have some points. It's lonely and cold without points. And dangerous. Dangerous too. Okay. Shit. Wir haben Level Up. Ich habe 3 Punkte. Da haben wir noch. Shit, es ist 22 Uhr. Ist es nicht hier? Was nicht hier ist? Wo dann? Fuck. Da oben ist. Da ist von der einen der Ausweis wahrscheinlich. Da hinten, hier links, aber da will ich nicht nachher halt hin. Ich habe den Fischmarkt halt noch nicht gefunden gehabt. Everett muss mir das so schwer machen, nachdem ich alles für ihn gemacht habe. Ich meine, da oben könnte natürlich auch Fischmarkt sein, oder? Da links waren bloß 2-3 Sachen. Ich guck mal hier rüber. Hier ist. Oh. Put your hands where I can see them. Ich hab mit vielen gerechnet. Ich. Was ist das? What the fuck? What? Die hat sich Polizeilichter auf den Rücken gemacht und tut es mit einer Kurbel antreiben. Und sie ist die Bullensau. Seine so, sie die betagte Frau unter einem Berg von Polizeiausrüstung murmelt vor sich hin. Dann bemerkt sie dich und greift nach dem Megafon. Show me your hands. This is the pigs. Show me your hands. Gott, wie die Titten right raushängen. Now. Show me your hands. Right now. The fuck, meine Spiel ist irre! Scavenged, battery-powered police lights protrude from her back. The flickering light show reveals a gun in her shaking hand. Ich heb die Hände. The man appears to be pulling out an object from his pocket. Fear and a threat! Fear and a threat! Superseding event. Split-second decision. Get on the ground! Get on the goddamn ground! Ich wollte nichts aus meiner Tasche holen. Get on the ground! I want you on the pavement right now! This is the pigs! Subject yourself to a full body cavity search. Prohibited materials concealed in nostrils, ears, mouth, navel, urethra, foreskin, vagina and rectum.
Wisst ihr was? Ich hätte Kudo fragen sollen, ob er Lust hat, den Bullensau zu verhauen. In her mind, the cavity search is happening. As long as she's saying it. It appears the things she says are very real to her. You'll have to go for the gun sooner or later. Perhaps you can learn crucial facts before you do. Ich hab keine Aura-Handkoordination. Ich kann nicht auf meine Waffe. Ich muss mit Reden rumkommen. Nie im Leben schaffe ich die. Da bin ich tot. Bitte identifizieren Sie sich. Ich hab keine Augen-Hand-Koordination. Das ist null. Netter. Selbst mit 1 plus Bonus. It's a goddamn police shitbag. On the pavement. You're under arrest. She thinks she's a police officer. Try treating her like a police officer. A lower ranking police officer. Officer Bullensau, Doppel-Chefritter Harrier de Boss. Ich fordere Seitenwaffe zur Inspektion. Ich zeige meinen Ausweis. Ich bin gegeben, so die Waffe. Patrouille, das ist ein grober Verstoß gegen den Verhaltenskodex des BMA. Sie zögert und blickt verwirrt um sich. Der dreiläufige Bündelrevolver schwankt in ihrer Hand umher. Patrouille, Officer, ich werde für den Disseminator suchen melden müssen. Du schüttelst langsam den Kopf. With a swift, poorly coordinated move, the woman slams the megaphone against her lips and teeth. A trickle of blood runs down her chin. She doesn't notice it. Officer Compromise, unlawful impersonation. Pigs en route. Engage at will. Okay. She's actually more agitated now. My bad. Ich bin die Polizei. Ich vertrete das Gesetz. Back up! Back up! Back up! Status unconfirmed! Sie wissen, wer ich bin, Süße. Jeder weiß das. Okay, ich meine, als Polizist ausgeber nicht so funktioniert, aber vielleicht kann ich ja mit ihr meinen Charme spielen lassen, you know? I do? Gareth? No, I... Aggravated assault! Man down! Suspect on foot! There's a scenario unfolding in her head right now. It has nothing to do with what's happening here. Ist die Lage? Law enforcement compromised! Impersonating a police officer! Does she not believe you're actually a police officer? Nein, ich stehe hier mit der kompletten Montur eines BMA-Lieutenants. Glauben Sie mir, ich bin ein Bulle. Ich bin ein echter Bulle. Hier ist mein Ausweis. Ich zeige nochmal meinen Ausweis. Ich weiß nicht, ob das hilft, aber ich meine... License and Registration! License and Registration! Come in, Dispatch! Sector! Sector! Azimuth! It's not a code. Just disjointed words. Ich habe keine Chance. Dann bin ich einfach bloß tot, ich darf neu laden. Das ist nicht meine Stärke, ich muss... Ich kann nicht! Das... Fuck. Kann ich einfach gehen? No! Oh my God. Condition black. All systems critical. No. They're really not. The gun wasn't even loaded. No shots fired. You're What is this? This isn't police issue. Police weapons have bullets. This isn't real. Police guns always have bullets. What is this? Why did you sell me this? Grab the gun, right now. This might be your only chance. Also ich hab die Schnauze voll von dieser Waffe und lässt sie für immer zurück. What? You know, ich möchte eigentlich meine Waffe haben, aber ich finde interessant,
Ich finde interessant, dass ich die Option habe, die Waffe liegen zu lassen. Ich finde es super interessant, dass mir das Spiel die Option gibt, sie liegen zu lassen. Was machen wir, Chat? I don't know, ich bin... Ich denke, eins aufheben. Ich mach mal schon, Chat. Wir brauchen eins... Ah, sorry. Ich könnte hier abstimmen. Mach mal, heb mal auf. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich mit der Waffe jemals was treffen wird bei meiner Augen-Hand-Koordination. Aber ich meine, meine Dienstwaffe zu haben, ist versichert, oder? Okay. This limbed and headed machine of pain and undignified suffering is grinding to a halt. Tired of walking the desert, it doesn't want to feel or think anymore. Okay, you need to figure out what to do with her now. Nobody's ever around. Nobody ever comes to visit me. Es tut mir schrecklich leid, dass ihr Leben eine solche Wendung genommen hat. Sie haben versucht, mich zu töten. The person who did that is no longer there. No one is right now. The empty shell of an old woman is slowly rocking back and forth. She's in stupor. There's no telling when she'll snap out of it, if ever. Alles klar, was soll ich jetzt mit Ihnen anstellen? The catatonic woman, especially now that she's unarmed, doesn't seem to be a threat to anyone but herself. Titus will hier der Sheriff sein. Ich werde ihm sagen, wo er sie finden kann. Vielleicht kennt er eine Familie. Berühren Sie sich, Patrol Officer Bullen, sah uns rein, ihr Herz am rechten Fleck, du verbeugst dich. Ich wälz die einfach auf Titus ab. Viel Spaß, Titus! Kann der sich mit der abschlagen? Please leave the radio on. Mr. Moran is on channel 8. Reflex to what? Being left alone. Es ist nur ein Reflex, das ist alle. Alles, was? Ja, der hat eine winzige Stimme. What the fuck, man? Ich hab echt meine Waffe. Der Griff der Pistole ist abgenutzt. Die Gravur an der Seite lautet Sunrise Parabellum. Es ist zweifellos deine Pistole. Ich habe bloß keine einzige Kugel. Okay. Mein Laufen war nicht mit gezogener Waffe rum. Ah, immerhin kann mir das Revier jetzt nichts mehr anhaben. Ich habe meine Waffe wieder. Holy fuck. Aber dass da keine Kugeln waren, hat dann Roy die da rausgenommen? Oder wie hieß der andere in dem? Someone has left an unidentifiable article of clothing on this rail. It smells really bad. Ist das seine Jacke? Ist das die Fallending? It's streaked with dried seagull shit and tangled with pieces of seaweed. A dangling arm suggests that there might be a jacket beneath the crust of filth. It seems likely that it was left in the surf until someone laid it out on this fence to dry out. Ich hab eine Kugel. Unfortunately, that just seems to have stiffened it into a shapeless mass. This jacket reeks of loss and failure. It could be the one that the idiot in the colorful tracksuit was looking for. Huh? Aber hier, du hast eine Kugel. Ich habe eine fucking Kugel. Oh damn. Eine einzige ist ja richtig toll. Verdreckte Jacke. Es könnte die sein, die da eine sucht. As you hold it in your hands, it makes an uncomfortable crunching sound.
Wie konnte diese Jacke bloß so ekelhaft dreckig werden? It's a sordid, filthy tale. Not for the weak. Are you sure you can stomach it? Natürlich. It occurs to you that you're not even holding the jacket itself, but rather the thick crust of jetsam and seagull shit that ensconces it. Ekelhaft. Why? Why did you think about it? Look at your hands. They're covered in muck. Wenn ich mir die Hände einfach an der Hose abwische. What? No. Then it'll just be on your pants. This is a disaster. You'll never get the smell out. No! Ist meine Hose kaputt gegangen. Okay, jetzt sollte es vielleicht wieder heilen. Eine Kugel ist eine Kugel. Ich hab eine Beendenaktion. Oh. Was? Keine Ahnung, was das ist. War gebunden, aber versucht die Promenade bewohnbar zu machen. Regen und Schnee und Wind. Eine Münzwahl. Okay. Wasser tropft da mal. Was ist da drin? Zwei Enzyklopädie. Ah, das ist ja. Was ist das? Oh. Superstar Sonnenbrille. Da fehlt irgendwie das Icon dafür. Das hat Empathie und Logik. Wie sieht denn die Brille aus? Enzyklopädie. Okay. Ich meine, minus Wahrnehmung. Aber da habe ich Empathie. Das sieht schon besser aus, glaube ich. Wie sieht die aus? Definitiv verbuggt, hä? Ach, die Gewandtheit, ne, sieht aus. Macht halt minus Logik. Oh ja, die Falle muss ich auf jeden Fall so machen, das stimmt. Für wie heißen sie denn? Die Jäger von diesen paranormalen Wesen. Ich frag mich, okay, ich muss mal eine Sache fragen. Wenn ich die Pistole ausrüste, gibt es mir dann Optionen? Oh. Holding the gun feels natural and satisfying. It's like an extension of your arm. The polished wooden handle almost fusing into your palm. Ich glaube, meine Hand erkennt sie. It reminds you of the day you first held it, nice. With fear and respect, hoping you don't have to use it in vain. The sun was out in Jamrock. It was so long ago. The gun, your gun, can be an item of destruction, but also creation. The Villiers-la-Salle art project. Time to shoot some beauty through the heart of Martinez. What? Ich frag mich, ob ich eine Option bekomme. Ich meine. The woman stands slumped. She looks catatonic under her mountain of RCM. Is one of those things a police cap? Ich heb die Mütze auf. She doesn't even flinch as you reach out and disentangle the familiar looking lieutenant's cap from her mountain of RCM paraphernalia. The old woman doesn't react to your touch. Ich hab eine andere Kappe. Oh, Autorität. Das wäre Logik, aber okay. Jetzt bin ich ein richtiger Polizist. Ciao. Das ist besser als meine Badekappe. Da habe ich keine Logik mehr. Aber ich habe dafür Autorität. Kannst sogar richtig viel wahrnehmen, einfach durch den Passivs. Ich bin ein Bulle. Ich weiß bloß nicht, wo die Falle ist. Oh, braucht da wer Hilfe? Oh mein Gott, so viele Punkte. The smell. It's awful and familiar. Was ist das? Don't you recognize it? That hideous pungency. That faintly cloying sweetness. Only death
Das ist gar kein Penner, der besoffen ist, der ist tot. Something cold wakes in the pit of your stomach. Fear, the signs of decaying meat. It announces itself from 2 dozen meters away. A warning. Tote Leiche? Mori. Yes. A sense of dread washes over you as you look ahead. What the fuck? A man lies on the boardwalk. His limbs bent and neck turned at an unnatural angle. Right next to him is an empty bottle of spirits. In his cramped hand, a chewing gum wrapper. The smell is not as bad as a 2-week-old corpse, but it's definitely heading there. Another dead body. This is your job. Steel yourself. Calm now. Carefully. Just another day. Just another dead body. Ich betrachte erstmal die Umgebung. There's some dried blood on the metal bench, right where the corpse's head rests. The floorboards are rotten and slippery wet around the hole. An empty bottle lies nearby. A chewing gum wrapper is clutched in his fist. Ich meine, kann ich da vorsichtig drauf treten auf die Planken? Ah, no. Such's den Kopf. A dried chunk of blood covers the hair at the back of his head. An open wound. It's sticky and cold to your touch. This is what killed him. A 0.75 liter Tallulah vodka with its cap missing. There's hardly anything left inside. Hrabowski spearmint chewing gum. Green leaves on the cover. The man's mouth is half agape from the terror of the fall. The blackness of death. Stench. You think you see white chewing gum too. Planken sind morsch, die durchbrechen bloß. The entire boardwalk creaks in the wind as you take a step back. He's wearing mud-caked boots, beige trousers, and an old brown leather jacket with a bright blue lining. There are traces of kebab sauce on his chest. You find some sunflower seeds and a rain-soaked library card folded into two. His jacket feels sodden and heavy under your hand. Betracht man den Mann genauer. The man has fallen through a crack in the boardwalk and hit his head against the metal bench. Echt? Was ein Unfall? One of his feet is still dangling through the hole. Das ist a bad fall. It might have been dark outside. This place is a minefield in the dark. So das Gesicht. His expression is dull, like the sea behind him. Drops of water shining on his mustache. His eyes, empty and wide. Look for height, 170 to 175 centimeters. Curly hair, stout build. Age approximately 50 to 60 years. Same as like your mom. First, you need to talk with the lieutenant. Then report back to the station. This is too complicated to handle on your own. Bestimmt wohl. There's some tear, an empty cigarette package, and a crumpled kebab wrapper in the trash bin. Kebab-papier? You see traces of mayonnaise and ketchup on it, as well as a tomato wedge. The wrapper reads, Shish Kebab Revachol. Jetzt habe ich Hunger auf den Kebab. It's no older than a day or two. No mold yet. It's hard to concentrate in the smell. The sea air brings some relief. Two empty bottles of Tallulah vodka and a can of black potent porter. No, there's more in there. Livis strawberry liquor, plus some Pilsner bottles too. Better not pick them up. They seem unhygienic. Packing cigarettes. Whoever tossed it here was a heavy smoker. The brand name reads Red Astra. Red Astra is the black market version of Astra cigarettes, known for their high tar content. Er war also einfach am Saufen und ich meine, kann ich darüber? Aha. Naja. Müssen wir wohl morgen machen. Oh, was ist da? Schmuggel war der Richter an Siffel in Gera. Das. Okay. Naja. Oh. The library card is folded into two and still slightly wet to the touch. The front side reads
Central Gemrock Public Library card issued to Billy Mejean expires July 53. Billy is a unisex name. Could be the deceased or his family member. Whoever owns this card is an avid reader. You find a list of books written in blue pencil. Radio thriller. Stand a little less between me and the sun. The last one in the list is The Glinton Curve by M. Theobald. A library stamp indicates that the book has been returned. Most of these titles seem to be in the sci-fi genre. Some thrillers too. Okay, exactly. If lost, please return the card to the library. Dial 005-02-55211 or visit us at Moreau Street, 78, Gemrock. You should first decide what to do with the corpse before taking any further actions. Ja, sprich mit Talk to Kim about it. Ich weiß, wir müssen Kim. Das war nicht irgendwas, was ich... Ich musste allein meine Waffe wieder besorgen, zumindestens. Kunststoffkuppel zu zerstören, was? A metal payphone under a yellow plastic dome. You could use it to call someone. Habe ich welche Nummern? Ich habe die Nummer gerade eben. The machine is inoperable. Ich will eine zufällige Nummer? Okay. Calling. Still calling. This feels wrong. Should you be doing this? End of tone. Someone picks up. Pierre? Is that you, Pierre? War das die Nummer, die gerade vorgelesen wurde? Ich habe gesagt, zufällige Nummer. Es war keine zufällige. Oh. Dann sind wir ehrlich. Wenn das wirklich die war, danke, sage ich. Do you have any news about Pierre? Pierre ist tot. What a pity. I'm afraid I won't be coming to the funeral. I... Her voice is drowned in white noise. Sounds like waves washing a beach, growing in volume until the call suddenly disconnects. I don't know, ob das genau die Nummer war. Oder heißt es wieder eine zufällige Nummer? Ja, 005 fangen die alle anscheinend an. Still again. Mal spannend. Seriously. This is someone with a masculine voice picks up. Hello, Gerard speaking. Hello, Gerard. Technically speaking, you're electricity. No, what you are is a surprise. Get his wife on the phone. Hey, Gerard, hör mal, deine Frau ist so, was? Ist Alex-Trizität? Bitte, ich muss mit Alexizität sprechen. Elektrizität. Na, das ist ein schlechter Witz. Gerard, was für ein Zottelname, erinnere ich an einen anderen Namen. Welche Frau? Who is this? Ist Pierre. Harry, los, hol's, ich warte echt ungern. Who the fuck do you think you are talking to me like that? Ich bin der Typ, der eine Frau hört, Gerard. Jetzt hol sie einen Hörer, bevor ich meine Gürtel verliere. Guillaume, Le Million! Very funny, asshole. Why don't you grow up? Oh, and Disco is dead. Phone hanging up. Das war vielleicht eine schlechte Disconnect Idee. Tone. Ich kann echt random Nummer wählen. Calling. Still calling. Stop calling me, man. Aha. I'll get you your money, alright? I just need till tonight. Let me work. Wir können ein bisschen netter sein, sondern es ist nicht bereit, seine Schulden. Also, man scheint es irgendwie Schwierigkeiten zu stecken. Ich will, dass du es zum Whirling Rex in Martinet bringst. That is. I. Hey! You're not Tethys! Screw you and don't ever call here again. You're fucking with some serious people.
Disconnect tone. Calling. I'm tired. Was? Wie aus der Pistole geschossen, einfach der Mann, der hat eine heisere Raucherstimme, in der jemand tippt. Sounds like he hasn't talked to anyone in quite a while. Genau, müde. If I could go just 1 month without writing, no, 2 months, I could regenerate my brain. Fucking liberalism. The man disappears with a sigh. You do not hear the customary disconnect tone, just silence in the handset. The machine is still waiting for you to dial a number. Seems like it did not have time to swallow the coin. This sometimes happens. Lucky you. The call went too fast for the payphone to register. You can still make a new one without paying. Easy. You close your eyes and put your index finger on the rotary dial. Beides, was then sagen. Pull down on the number. Then move one up and repeat the motion. Ich fragte mich, twice. Oder Gauner bin. Strange. This is not how you started before. Was? Moment, was habe ich da gerade getan? Dann ziehst du nochmal. You dialed 001. This is not the area code of Revershaw. It is another destination on another Isola. Some 005 is Revershaw, ZOC. 001 is Grad, on the Grad Isola, where the telephone was invented. The next two digits you dial are the area code. Erinnere ich mich, oder erinnern sich meine, weißt du, kennst du das so, wenn deine Finger sich an was erinnern, aber nicht mehr der Kopf, weil du es einfach automatisch machst? 414447. The rotary dial feels cold from the sea air. 1117. Muscle memory. Genau, danke. Your fingers keep moving like a spider. Every time the ring rotates back with a little ring of metal, like a bell tolling. Komm noch mehr? Yes. 451 67 451. You are going deeper now. Into some unknown place, far away from this island of matter and its telecommunication networks. 451. You have dialed God knows how many numbers. The headset has been waiting silently to relay a signal. Surely nothing can come of this, you think. But it does. A connection. An ultra long distance call. Your ear fills with a crackle. The wash of a strange ocean full of white noise. A little bird starts ringing in there, not like the local calling tone before. No, a small ring in a cage of distortion, far away. A distant network of phones. What the fuck, man? Ich bin, muss Telefonstreicher machen und plötzlich so. Was geht hier ab? Was für eine Nummer wähle ich da? Das fühlt sich voll interessant und spannend. Calling. Calling in the night. The saddest sound in the world. Calling still. The handset starts slipping from your sweaty palm. Your breathing is heavy. Du legst auf. Der Hörer beginnt dir aus deiner feuchten Handfläche zu leiten. Es ist eine Willenskraftprobe, die unmöglich fast ist. What? Ich will es aber auch weiter klingeln lassen. Nein, ich will wissen. Calling. 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 Calling still. Then the ocean breaks. Out of the depths, a woman's voice emerges. Small. The dearest thing you've ever heard. Hello? Sie verschlafen an. Hallo? Sterben. Ich bin ein revolutionärer Diener der Menschheit. Ich werde die Menschheit befreien und die klassenlose Gesellschaft verwirklichen. Stimme ist so schön. Hallo. Hallo.
Esther. Dora, who is this? The connection is bad. Dora, the name feels like a gift. A gift that was meant for you to make it possible to live. In the distorted distance, you hear someone turning next to her. Bed springs rattle. Don't react. Whatever you do, don't react to that last thing. Okay, ich reagiere nicht drauf. Es ist gleich, ob du eine Reaktion zeigst oder nicht, du kannst immer noch die Stimme des Mannes im Hintergrund hören. Sie ist von Schmerz und weißem Rauschen umgeben. Die Stimme ist schön. No, no. It's you, isn't it? It's you. Fuck, ja, wieso kann ich nicht ja sagen? Hallo. Who is this? Shit. Ist das eine alte Liebe, die hatten und die wir verloren haben? Haben wir uns deswegen umbringen wollen? Gib mal einen Chat, was wird das für dir machen? Ich weiß nicht, was die antworten soll. Soll ich sagen, ich will sterben? Oder... Nein, okay, nicht zu deprimiert antworten. Mehr sarkastisch? Bin revolutionär, Lina? Okay. You're not a revolutionary, Harry. You're drunk. End mich. You only have two, maybe three things left to say before the change runs out. Shit! Oh! Die Nummer kann ich mich nie wieder erinnern. Harry, wer ist Harry? Schläfst du mit ihm? Mein Name ist auch Harry. Okay, ich bin betrunken. Aber was tut das zur Sache? Ich bin immer noch nicht. Bin ich betrunken? Ich bin high. Ich bin weder betrunken noch high. Ich bin nur verletzt. Warum tut es mir weh, mit dir zu sprechen? Naja. Ich sag gar nichts. Do you know what time it is? It's so late here. Anscheinend sitzt in einer Uhr auf dem Nachttisch. It's 4 o'clock, Harry. I need to wake up in 2 hours. Zu Lust feiern zu gehen. Ich will über mich reden. Wer bin ich? Du scheinst mich zu kennen. Du bist in Mirova, stimmt's? Dann gehst du in 2 Stunden. Mirova, stimmt's? Yes, I'm in Mirova. Sleeping. Dann gehst du in 2 Stunden. To work. Nichts. No response, only a sigh. The connection crackles like burning paper. Meinst du mich zu kennen? Es ist so komisch, wenn ich das sage, aber ich würde zu gerne mehr wissen. What do you want to talk about? God, it's too much. This is bad. You feel your right hand on the handset cramping up with pain. Ich bin Herzschmerz. Ich bekomme einen Herzinfarkt. Oh no! Please stop. Please, let's just hang up. Ich vertrete das Gesetz. Ich bin an einem Fall dran. Da wurde mir aufgeknüpft. Und she does not answer anymore. Das spielt alles keine Rolle, nicht mehr. Kannst du mir helfen, ihn zu lösen? Ich muss mir das nicht mehr sagen. Spielt keine Rolle, ich will nicht mehr. Harry. Disconnect tone. The machine ran out of money.
dial the number again. 26 pulls of the rotary dial. The machine eats the coin, and a terrifying ocean of distance rustles in your ear. In the middle of it, a familiar ring. Small, distorted. Calling, calling. Calling, 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 calling. It looks like she doesn't want to pick it up, Harry. Stop scaring her. Come on, you know why. Okay. The headset lands in the cradle with a clank. Tut mir leid. Oh Mann. Ich meine, ich kann 2 Stunden anrufen. Oder am Tag. Nochmal. Fucking shit. Damn. Wer hat's böse? Wer hat's böse? Was? Du hörst das wummernde Pochen einer Bassdrum. Sie muss sich halt irgendwas im Eis verwirrt. Schatten eines sehr großen Gebäudes auf die Feld. Was ist denn das hier? Menge viel scheint zu fehlen. Der Arme. Alter, ist einfach zu dunkel. Moment mal, ich meine, stolper ich hier gerade in eine Sektenparty rein oder was? More than twice your height stands shut in front of you. The rectangular sea-worn ornamentation appears in stark contrast to the padlock, carelessly drilled into the wood. Krampe untersuchen. The padlock passes through a staple that's been hastily attached to the wood. Closer inspection reveals that one of the screws is not a screw at all, but a nail. The work has been done recently and is unprofessional, to say the least. Should you want to get through, it might be easier to just pry the whole thing off. Oh. Werkzeug nicht angelenkt. Genauer angucken. This cheap-looking padlock is sturdily built. It shackles together a hasp and a staple screwed into the wooden door. Aufkleber? The, you see a yellow circle with two X's and a big curve below them that looks like a mouth. And smiling! You're pretty sure you haven't seen it before, but what the symbol depicts is clear enough. A smiling dead guy. The curve makes it smile, and the X's make it dead. There is something blindingly modern about this symbol. Its modernness puts to shame everything you've seen before. Was macht das denn so modern? It's the contrast between the cherry chemical yellow and the rigor mortis. As if the cherry guy didn't know he was dead, or the dead guy didn't care that he was. Either way, you get the sense the forces of future are at work here. This cheap-looking padlock is sturdily built. It shackles together a hasp and a staple screw. Ich kann den Smiley versuchen abzuziehen. The lock is adorned. Your hands are clammy from the sea air. The piece of sticker keeps slipping away. Scheiß Dreck, verdammt. Nee, ich lasse Schluss. The lock clanks against the door, cold and heavy. Okay, die Holzarbeit. Ja, ich habe eigentlich andere Dinge zu tun, aber das sah so interessant aus. Large beams shoot downwards, sinking into the wood before they reach the threshold. The surface is smooth from the wind, but moist to the touch. Türe? Nothing happens, only the sound of the padlock. Ich könnte ja mal versuchen. Ich habe doch hier, ich habe doch Werkzeug, ist doch kein Problem. Einfach auf. Prime. Heavy wooden doors, more than twice your height, stand shut in front. A minute or so of mauling away at the lock has led to no success. The pry bar in your hand has given you zero mechanical advantage. The doors remain unchanged, closed with a padlock. Das sind auch nicht meine Stärken hier, okay. Okay. Ich muss unbedingt Sachen hier noch einkaufen. Genügend Geld.
Ja, ich kann den Ausweis von der einen suchen gehen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo dieser, wo die letzte Falle noch liegen soll. Ich glaube, die sollte noch weiter hinten liegen. Da müsste der Ausweis sein, da oben ist auch noch was. Was sowas Blaues sogar. Das Loot sogar. Da hinten. Lag hier draußen etwa? Da. Das könnte die Boje sein, die von Glashy erzählt hat, ja. A metal and plastic contraption bobs up and down amidst the trembling reeds. At first, it just looks like trash. But if you look closer, this must be the boy Glazia mentioned. Ooh, hidden things. Secrets. You lift the boy out of the water without much effort. It's not tied to anything. The cords dangling from the bottom. The number 11 has been written on the yellow plastic. It hasn't been in the water for very long, but it's already discolored and slimy with silt. A latch holds it close, but only just barely. Das soll ich denn riechen? The brittle metal of the latch has cracked. A shot glass's worth of seawater pours out. Some algae and nothing else. Another identity misplaced. There must be some cosmic conspiracy afoot. Aha, da war gar nie was. Innere gucken. Continues to be mostly empty. Es müssen Clutches Feinde gewesen sein, das bedeutet in Gefahr. Vielleicht hat Clutch irgendwann selbst an sich genommen. Ich habe jetzt nur kostenlos schön so übergehend Identitäten verloren, waren gestohlen. Du versuchst nicht zu erraten, wer die Dokumente genommen hat. Dafür steht dir nicht genug Informationen zur Verfügung. Vielleicht hat sie sich so sehr. Ich nehme an, vielleicht. No answers appear to you in the dirty seawater. At the bottom of the boy, just the heavy smell of brine and silt and disappearance. You could ask the miss what she thinks later if you have the time, though you doubt she'll tell you much at this point. Ja, das wird sie mir nicht sagen. Das wird sie mir nicht sagen. Oh, ich darf dir nochmal versuchen runterzunehmen, oder wie? Weil ich. Ich habe nochmal versucht, aber wieso habe ich den Versuch bekommen? Weil ein neuer Tag ist? Moni, Moni. Ob ich den irgendwann mal runterbekomme? Wir haben so viele Punkte. Was habe ich da? Ich habe minus 1. Ich hätte gern 1 Logik eigentlich. Logik setzt manchmal passiv ein, das hätte ich schon gerne. Ich habe genügend Punkte. Ich kann jetzt immer vorher klicken und deswegen. Tja. Oder es ist genügend Zeit vergangen, dass ich nochmal probieren kann. Ja, ich gucke gleich wegen der Falle noch. Teil auf was. Da ist aber Zeug drin. Oh. Oh, Money. Hier ist nicht weiter. You see a once bright mural towering above you. The signage has peeled off over the years, but you can still make out Feld Electrical R&D, a slogan used to intertwine with the loops a long time ago. Now only a shadow of peeled letters remains. It says tomorrow is just a whisper away. Morgen ist ein Flüsser entfernt. The wind whispers and whispers. Okay. Wenn ich gerade hier bin und ich habe Punkte übrig, lass mich da unten das nochmal probieren. Und dann müssen wir wahrscheinlich nochmal oben vorbei. Ich meine, ich könnte die Falle vielleicht auch morgen suchen, aber. Ich nehme mal an, die Falle habe ich. Das, die hatte ich ja schon, ne? Nothing has changed. Weil da bräuchte ich visuelles Kalkül und das könnte ich direkt 1 trainieren. Ah, ist okay. Kann man probieren. A scattering of bullet holes is spread across the cracked wall. A row of ghostly shades stand facing the wall. There are many of them. A dozen at least. Their heads lowered and eyes blindfolded. It's quiet. No sound. No movement. 10 meters away,
Other shades are lined up in an orderly manner, automatic rifles primed. A gust of wind blows by. The coats of the firing squad flap slowly in the breeze. A long time has passed since the moment of this fusillading. Rain and brine have since washed all the blood away. Not a trace remains. The abundance of bullet holes leads to two options. Either an inordinate amount of executions were performed here, or they did not use a conscience round, where only one soldier has the loaded rifle. Looks like this was a mass execution with everyone fully armed. A host of men, probably in everyday clothes, ragged from the conflict and covered in dust. They were not sitting, a common practice for executions in some nations, as demonstrated by the height level of the bullet holes. They stand, facing the wall. It's impossible to discern any details about their personality or background. Ordinary people. Familiar, each and every one of them. Anzi. Comrades, the forsaken, the wretched, who tried to rise against the horrors of the world. Soldaten. Seven men in combat uniforms and dark coats, holding automatic rifles aimed at the people. Soldiers from some side, but from which one? Das ist schwierig rauszufinden, huh? Men of duty, dark duty. Ja, Anzi. Murderers. Twisted by orders, young boys forced into killing. The commandant, the one who gives the order. Machine gun fire crackling through the air. The lights of the muzzle flashes dancing on his face. Wer war wer? Ich muss es verstehen. I'm just a representation of your mental faculties, piecing together any available information. You should probably ask the lieutenant. A cold sea wind blows away the figures. Geschlossen. Können wir Lieutenant dazu fragen? Der weiß vielleicht was von der Geschichte, das stimmt. Okay. Nimm mal an, dass ich dann hier nochmal mit dem Lieutenant. A row of ghostly shades facing a crumbling wall. Ah, ich hab das dann freigeschaltet. Okay. Wir müssen hier mit Kim nochmal her. Gott, ich hoffe, ich bin noch nicht dran. Muss ich denn nachts noch was machen? Ich. Zumindest die Falle noch heute abschließen, oder? Und dann gehen wir uns irgendwann mal hinlegen, dass es nicht zu spät wird. Sonst bin ich ja auch voll kaputt. Oh, es war ein langer Tag. Ich weiß schon gar nicht, wie der Tag angefangen hat. Der ist schon so lang gewesen, echt. Der Tag war so lang. Holy moly. Ganz ehrlich. Geht's hier hin? Rostigen Zaun, eine Maschine. Ist das eine Kette? Kette vor schönen Ohren, Herr Ozean, woher findest du nur? Ja. Was wurde vor kurzem entsorgt? An old door, worn by elements, guards the depot. The wind has blown a sand dune in front of it. The door hasn't been opened in a long while. You see, a handle. The concrete structure looks military in origin. Over half a century old, at least. Kann ich nicht mal wiederholen. Die Probe ist unmöglich. Ich habe keine Mechanik. Da muss man ein anderes trainiert sein. Das ist dann andere Wege, wenn man einen anderen Charakter hat. Hallo, Accidental. Yo, immer im Discord ausgeschaut. Ich kündige es immer an. Rhetorik, aber minus Empathie. Was habe ich für ein Hemd? Plus Logik, das passt mir lieber. Polohemd. Wer zieht sich schon Polohemden an? Die sind voll schick. Da ist sie ja. It takes you a moment, but finally you spot the last of Morel's traps. This one's partially obscured by the reeds. The reeds sway
in the coastal breeze. They seem to be waiting for something. The wind picks up here, near the Cape's end, surrounding the narrow strip of land from three cardinal directions. It's cold for this time of year. The trap feels light and silent as you pick it up. Something is different here. No locusts. No phasmid either, but still. Ich sehe noch genauer hin. Nothing. No traces of the locust or the Insulindian phasmid. What happened? The netting is a little untidy, messier than the others. Like someone or something picked up the trap and shook it before dropping it back down on the ground. The reeds continue to hiss around you as you put the empty trap back on the ground. Time to consult the professionals, Morel and Lena. Ob die noch wach sind? Versteckte Zigarettenstumme der Marke. Aha. Du machst dir eine geile Notiz. Tiamatori scheint irgendwie wichtig zu sein. Da hat jemand geraucht, den Lagerfeuer gemacht vor langer Zeit. Oder war der Schuss doch von hier gekommen? Shit, ich sollte mit Kindes untersuchen. Weil jemand hätte ja auch von hier schießen können. Wir hatten die Annahme... Gott, ich weiß eigentlich nicht hundertprozentig genau, wo der Schuss kam, aber wir hatten ja so durchgemacht, dass entweder der Schuss wirklich aus dem Balkon hier war, oder dann hatte ich doch das visuelle Kalkül, dass der von hier drüben kam. Und ich bin gerade hier. Da war doch auch, dass er von hier hätte kommen können. Was ist ein fucking Funkturm, oder was ist das? Der Fall ist so komplex und gut. Ich habe so keine Ahnung, was... Ich will Ruby finden. Ich muss unbedingt Ruby finden. Ah, Schaltkasten, nein, raus, benutze Stehlöcher zugesetzt. Es könnte hier jemand hoch und geschossen haben, ne? Winzige Fjorde, weit, weit draußen. Was ist hier? Duftender Schal. What? Oh, hier machen wir verbuggte. Leichte Frühlingsschau riecht an einer Mischung aus Männerparfüm und billigen Waschmittel. Jemand muss ihn vergessen haben, wahrscheinlich bei einer Verabredung. Trag ihn, wenn du dir vormachen willst, dass der Frühling endlich da ist. Was habe ich an? Oh, ich habe zwei Schauspielkunst. Nie im Leben kann ich den Schal anziehen. Nie im Leben. Das ist viel besser. Ich Schauspielkunst ist eins meiner Lieblingsskills. Der sagt immer so, my liege, let's do this, my liege. Meine Majestät, mein König, mein Herr, Sire. Der redet mich immer so toll an, ich mag Schauspielkunst. Außerdem lässt mich Schauspielkunst Lügen erkennen von anderen Leuten. Es ist wichtig, wenn ich mit Reden durchkommen will. Das ist nicht ein Skill, den ich aufgeben will mit plus 2. Sollten wir entspannen. Ich glaube... Ich habe soweit hier alles abgesucht. Wir könnten von den Fallen berichten. Hey, dass ich jetzt höhere Wahrnehmung habe, hat mir schon einiges auch eingebracht noch. Bin mir sicher, wenn du einen anderen Playthrough machst und andere Stats hast, kriegst du da was könntest du zum Beispiel in der Wahrnehmung von 8 oder 9 sehen? So wie ich hier zum Beispiel Rhetorik und Schauspielkunst habe, ja, 8 und 9. Was könnte man damit sehen, wenn man das so hoch hätte? Das wäre zum Beispiel auch interessant, ne? Also wenn man da anders spielt, können sich da ganz andere Möglichkeiten eröffnen. Konnte ich hier nicht schnell reisen? Nein. Wieso kann ich nicht schnell reisen? Oh, das ist böse. Wieso? Loot, loot everywhere. Das könnte sein, aber es könnten auch Hinweise sein, die ich viel übersehen habe. Ich kriege halt meine meisten Hinweise. Die müssen halt im Endeffekt genügend Sachen verstecken, dass verschiedene Spielweisen auch auf weiterkommen, you know? It's getting cold, this late in the night. Time to call it a day. 12, yep. In unsere Hütte. Gehen wir in unsere Hütte, beenden wir den Tag. Ich denke, das ist okay. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Und...
Dielen knarren unter deinen Schritten. Ist unter der Diele was versteckt? I don't know. On the table, you see a bowl of water, a rough soap. Ach so, da habe ich mich rasiert, okay. An old mirror hangs on the wall. Den Blick ab, so, dann müsste die Elektrochemie, aber das will ich nicht wirklich trainieren. Haja! Ja, legen wir uns nüchtern hin. The bed is comforting, if a bit run down. 11:30 ist spät genug. Der Tag ist zu Ende. The heating system hums its soft lullaby. The mattress feels soft and sheets warm. Ich hab meinen Ausweis wieder. Ich hab meine Pistole wieder. Ich hab einen Hauptverdächtigen in meinem Mordfall. Es sieht eigentlich ziemlich gut aus. Außer, dass wir unsere Liebe angerufen haben und ziemlich traurig sind. Aber ansonsten, ich meine. Thoughts, baby. A million little lights in the dark. You're one fine instrument, brother. All those faces and all those names. All that laughter and screaming and scheming around. Every corner. Brother. Everywhere. Ich weiß gar nicht, wie er so lange gesprochen hat. Der lässt es so cool gurgeln. Ich möchte das auch können. Gedanken, Baby. Eine Million kleine Lichter in der Dunkelheit. Du bist ein ausgezeichnetes Instrument, Bruder. Oh, das tut weh. Das tut voll weh im Rachen. Es ist eine lange Rede. Du kannst einen Satz sagen, aber mehr nicht. Recorded in you. Forever. Forever. On Faraday. Oh. Sie drehen sich in aller Ewigkeit Leerlauf. Sie drehen sich und drehen sich. Sagt mir, träume ich? Ah, nice. No. You're spinning tapes at the discotheque. The great unceasing disco of the mind. The flash. The bang. The endless learning experience. Sie drehen sich in aller Ewigkeit. On and on it goes. For untold hours. At the disco where you first asked her to dance. Rising. Rising. Above the dark curvature. The great wingspan of sleep. Studded with stars. Behold, there are millions of them down there. The first time. The last time. The smoke in her mouth. The plotted flowers. The faces turning, changing. Sisters. It's the world, Harry boy. And you're made of it. Every day you're out there, you make more of yourself from it. I'm afraid you can't be unmade now. You can never forget this shit. Farben, die Stimmen. Der Regen, der Schnee. Ich will das nicht vergessen, es ist wunderschön. Ja, Regen ist toll. Beautiful. It's stuck on loop. Whirling, spitting out words and images. You're the son of the world again. Harrister, a ceaseless agent. Picking up litter and old newspapers. Collecting your little bubblegum wrappers and idiotic picture postcards. Meaningless, meaningless keepsake. Reading your awful letters and recalling things, aren't you? The endless names of the world. An address book you are. The map of a city.
Was? Ich bin Akteur der Welt, ganz genau. Oder nein. Aber was, wenn ich der Akteur der Welt, der Akteur nicht sein will? Was ist wenn, ja? It's too late. You're not made of nothing anymore. You're something now, Harry. I tried to drown you in the black water, but you reemerged, kicking and screaming, running. And for what? For the money, baby. Solving your little crossword puzzles, doing your tasks, crossing names off lists, trying to become some sort of world detector. It won't make it okay. It won't put smoke back in her mouth. Mir geht es nur um meine wirtschaftlichen Eigeninteresse. Ich meine, so wie ich gespielt habe, war ich ziemlich gierig. Vergesst die Politik. Wenn ich so weitermache, werde ich nie schlafen. Nein, es geht mir nicht nur ums wirtschaftliche Eigeninteresse. Ich hatte halt kein Geld, ich brauchte Geld. Es war nicht bloß ums Geld zu bekommen, you know? Vergesst die Politik. Wenn ich so weitermache, werde ich nie schlafen. Are you sure? You could be closing the door on a brilliant and special future for yourself. Rauch in ihren Mund. Ja, keine Ahnung. Es klingt so, als ob sie halt tot ist. Oh, shit. Ich habe doch nochmal die Vermutung, ich hatte mal was. Was ist, wenn unsere Tochter gestorben ist und mich deswegen uns geschieden haben? Das ist so böse. Ich bin sehr langweilig und unpolitisch und schläfrig, tue ich nicht denken. Nee, langweilig bin ich nicht. Aber bin ich unpolitisch? Auch nicht. Ich habe mich eigentlich schon politisch. Ich bin müde. Schläfrig bin ich. Ich habe mich schon politisch engagiert, aber ich habe mich in mehrere Seiten. Ich habe ultraliberal gehabt. Ich war hier massivanisch kommunistisch da. Will ich mit dem über Politik reden, mit mir selber? Oder will ich den Gedanken lieber ignorieren? Bin ich unpolitisch? Ich bin nicht unpolitisch. Ich habe schon meine Meinung. Jeder hat seine Meinung. Ah, ich bin nicht unpolitisch. Komm, lass es. Oh, ich kann aber nur, Mann. Change the world. But how? Oh. Ich habe nur einen einzigen Gedanken aufgenommen, der um wirtschaftliches Interesse geht. Shit, vielleicht hätte ich doch Nein sagen sollen. Geht jetzt schon los. Unser Harry ist ein durch und durch politisches Wesen, hat immer noch nicht gemerkt, dass die Welt ihn verändert. He's got no idea what he's in for. Du spürst das Kissen. Warum nicht? Cause only love can break your heart. Ich spürst das Kissen leider mal. Beep, beep, beep. The alarm is ringing, Harry. The disco circus goes on and on. You barely slept 3 hours last night. You can do it. It's nothing. Do it for the city. Go. Do it for the picture puzzle. Put it all together. Solve the world. One conversation at a time. What? Gott, habe ich abgefahrene Träume. Ich dachte, in Real Life habe ich abgefahrene Träume, aber der hat echt noch mehr abgefahrene Träume hier. Hey, Money Mouth. Indrak, the impeccable hustler provider of the seventh generation. It's showtime with Savvy. Was hast du also meinst du, wenn du, was loskommt, wenn wir den Leuten hier aufklären? What? No. Screw that shit show. You're at the center of this one. Come on down, contestant. You're about to make some money. Geld? That's right. It's time to stop muttering about your economic self-interest and actually do something about it. Yeah, I heard you back there. What the hell was that?
Worte eines Superstars. Versuche es gar nicht mit mir an meinen grenzenlosen Träumen mitzuhalten. Ist erbärmlich, was ich tue. Tut mir leid, dass ihr Jungs es mit mir aushalten müsst. Ich werde mich bessern. Du hattest schon mal erwähnt, dass ich reich werden könnte, wenn ich ein Akteur am Markt werden würde. Ich habe es nur satt, eine niedrig vermögende Privatperson zu sein. Es muss am Fluch liegen. Nein. Was erwartest du? Ich bin ein Ultraliberaler. Ich spreche ultraliberalistisch. Ja. Was hast du erwartet? Ich meine, ich ertränke meine Sorgen halt in Geld statt in Alkohol, okay? Ich habe mich gebessert, ich nehme jetzt keine Drogen. Good, good. Gotta spread the gospel. But talk alone doesn't bring in the cash. It's time for step two. Listen. If you really want to make it in the big leagues, you need to reconceptualize your entire portfolio. Collecting tear and moaning about taxes is not going to cut it. You need to become a millionaire. Now, how do you become a millionaire? Wird dieser riesige Scheck von Abraham dir weiterhelfen? Mananama, meine Münze, ich schätze reiche Damen auf Booten anzubauen, ist nicht die richtige Antwort. Ich habe so vielen Leuten Geld abgedrückt. Das soll wirklich alles sein. Mehr habe ich nicht zu sagen. Warum helft ihr mir nicht weiter, Leute? Vielleicht ist Everett. I don't know. Not Nein. Unless you have thousands of them stuffed away in secret. Reiche Damen? Ich meine, ich könnte eine heiraten und. It should be the other way around. Old mighted money showing up at your doorstep, begging for a slice of cake. Was heißt was? Alles? Besseres? Zwei? Manama hat mir eine Münze drüber geschnipst. One coin, the first of many. Imagine so many coins, you're going to need to hire someone to help you manage all your Bessere wealth. Ideen? Those guys, they're all financially illiterate. Only savvy here knows how to dazzle and embezzle money out of investors' pockets with the acrobatic prowess of a four-time gold medalist in the Samarin Gymnastics Summer Games. Gewandtheit? Schleiche ihn direkt vor der Nase rum und verblüffe mit ungeheurem Elan. The ancient Samarin tribes used carved rhodochrosite to represent their wealth. The bigger the boulder, the more money they had. In case okay. You needed to know. Danke. Money is only one form of capital. Human relations are another. You're focusing on the wrong things. Tja, ich gebe auf, ich habe keine Ahnung, wie man Millionär wird. Keine Antwort mehr. Of course you don't. You've never even been close to a sum with more than three zeros. Let's face it, you've been on a years-long losing streak. Ich muss andere Antwort geben, es ist viel zu real life. But Savvy's got your back. Savvy's going to book you a charter flight with 80 birds of prey on board. Oh, nice. To a land where the streets are paved with Krugerrands and fixed income securities. You'll try again, but this time with money. Nice. You with her back. Are you in? Wen werde ich zurückgewinnen? Ja, sie. The spirit of ultra-liberalism. Aha. Your charm. Your spin. Your ich habe rangeklotzt. Zeig mir die Million, Baby! Attaboy, welcome to the final grind. Here we operate with money on a much higher level than the ordinary citizen. We feed it back into the machine. Stop saving. Start spending. Become a patron. Let's start by getting you into the lucrative art market to diversify your assets and increase your ROI. Speaking of which, know any artists? Cindy. Interesting. Are we speaking of visual art or something more conceptual? Wie halt daheim Gemälde ausschauen, wenn gut den Bulle mit Kunst schon bestens vorbereitet bin. Ich bin vorbereitet, ne? Ich hab Bulle mit Kunststudium, oder? Es. Easy. Easy peasy. Don't be silly. The art market isn't about art.
It's about gatekeeping, speculative bidding and showboating. Kudo ist ein Künstler. Kudo! Kudo! Der Kudo ist ein Künstler! Der Kudo ist doch kein Künstler! Kudo ist ein kleiner Wichser! Und wir hatten noch eine Gemäldeausschau. Stop thinking of it that way. It's not a painting. It's a highly collectible and irreproducible asset. So, know any local artists with assets to sell? What is this? The turn of the century? The world's moved beyond paintings. You want something experimental. Intramuscular puppetry. Hyperrealistic vapor porn. Meditation opera. Don't listen to this fool. It's not about the artists. It's about the buyers. You can't hang vapor porn in the foyer of your chalet. Kudo scheint drauf zu passen. You're right. She has the poise of a struggling artist. Very tangible. You can feel the poverty on her. Plus, she has paint. Moment mal, Cindy. Stand da Cindy dort? Ich habe zweimal Kudo gelesen. Ich habe gelesen, Kudo. Kudo ist ein Künstler und dann Kudo könnte drauf passen. Aber stand da Cindy? Stand da wirklich Cindy oder stand da zweimal Kudo? Ich habe zweimal Kudo gelesen. Ich habe Kudo gelesen. Und jetzt steht dort, Cindy scheint drauf zu passen. Da stand Cindy, oder was? Da stand Cindy. Holy shit, ich habe zweimal Kudo gelesen. Ich muss ins Bett. Aber ich will nicht Kudo. Fucking, ich will nichts mit Kudo zu tun haben. Lass Cindy gehen. Totenkopf Cindy. Cindy habe ich schon gesagt, bevor die Antworten dort standen. An die habe ich mich sofort gedacht. Go and support her, like the state never could. Everyone must know that you're a big fucking shark around here. Okay. What the fuck? Werde reich? Finde eine Künstlerseele, werde ihr wissen. What the fuck? Das, ich frag mich, wie viele Leute diese Quest freischalten. Das ist... Du musst Geld sammeln wie nix und dann Cindy's... Oh mein Gott. Oh mein Gott, da stand wirklich Cindy. Ich war so blind. Holy moly, ist Kim da draußen? Ah, okay. Ich meine, da mit Händen was rumlaufen, das sieht irgendwie komisch aus. Wenn ich ständig da was in der Hand habe. Okay. Cindy war die hinter. Nein, das war Kunesse. Cindy war die auf dem Balkon oben, die mit ihrer Farbe, die also Graffiti auch gemacht hat. Die, wo über Joyce stand, da hinten. Hey Kim, da. Hier war doch Joyce an ihrem Boot. Und da steht Cindy oben drauf. Und hier ist diese Wand, wo ich doch auch Konzept, wo ich selber noch bemalen will eigentlich. Hatte ich nicht da mittlerweile was gefunden? Habe ich das schon bemalt? Ich glaube noch nicht, oder? Ich hatte doch da auch noch Sachen, oder? Ich hatte doch hier Schweröl irgendwo was. Hatte ich nicht Schweröl gefunden? Hier Schwerölfarbe. Ramponierte Ölkanister. Das ist das leer. Okay. Mache die Wand noch schöner. Finde Schweröl, dann kehrt zur Wand zurück. Genau. Das hatte ich auch noch keine Zeit. Das war die. Die war da oben. Die war auch Kommunistin. Ah, hey Kim, wie geht's dir so? Yes. Oh. Aloha! Shuri! Ich will über sie reden. What about me? Good. Ah, das haben wir nicht. Let's change the subject. Nichts. Nice! Lang nicht gesehen, in der Tat. Mehrere Sachen. Ich will zwar zu Cindy und so, aber ich bin gerade hier hinten und wir müssen die Leiche zumindest reporten. Das will ich noch machen. Das finde ich noch mal. Ich hatte das mit der Leiche gerade eben vorher noch gemacht. Lass das noch zumindest noch abschließen hier. In der Tat, Shuri, lange nicht gesehen. Shuri hat mir das Spiel hier geschenkt. Ich habe dich schon vermisst. Bin ich hier richtig? Nein, ich bin hier nicht richtig.
Na, richtig, da ist bloß die Falle, ey. Oh, stimmt, aber hier könnte der Schuss gefallen sein. Warte mal, kann ich noch mit ihm reden? Stimmt. Is there something here that would indicate a sniper used this place as a nest for taking the shot? Bin just falsch zur Leiche gelaufen. Detritus, a bottle and a dilapidated old comms tower. I don't see it, Lieutenant W. Freitor. I don't see a person take a shot here and hit something there. In the whirling in Iraq. Vielleicht ist er auf dem Funkturm hochgeklettert und von dort aus geschossen? It's not possible to climb that ladder. And even if it were, why? There's no platform up there to aim from. So, ihr habt eine Stummel? And those? A smoking assailant who favors Tumutiri to Astra or Juan? Cigarette butts are everywhere. This is a common brand for all men. Still, you felt it was important enough to make a mental note. That means something. You didn't pay attention to any of the other cigarette butts on the coast. So, erinnert mich die Lagerfeuer. To warm his hands before pulling the trigger? Perhaps. But anyone could have made this. The coast is specked with fire this time of year. Truthfully, this seems like a very poor choice to take a 1.2-kilometer rifle shot from. Visibility is awful. There's water vapor everywhere. I think we can rule out Beatable Prime, was it? There, 1.2 kilometers over the wave. Ich glaube, oh, das ist da, wo wir die Spuren haben. Dark gray curtains of rain. You see the smallest rectangle. The light is off on the third floor of the Whirling in Rags. The young woman is gone in precinct 57. Safe, closed off. Her form no longer moves behind the glass there. Ja, das wissen wir. Wir mussten ja bloß die anderen Orte ausschließen, okay? Wir mussten aber schauen, ob es wirklich möglich ist, sonst ist es nicht möglich. Ich denke, ich habe den Vorfall relativ okay drin. Ich weiß bloß das Motiv überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass das Eifersucht ist, so ein dummes Motiv. Da oben müssen wir. Bullensau ist weg. Ich frage mich, wie sich Titus mit der rumgeschlagen hat. Ist da noch was drin oder wieso kann ich das nochmal anklicken? Easy. So, Kim, ich war hier gestern Nacht und da... Bitte, hier, das habe ich gefunden. A man lies on the boardwalk. His limbs bent and neck turned at an unnatural angle. Right next to him is an empty bottle of spirit. Hold on. Ein paar glasige Augen standen in dieses Leben so im Gewicht. Looks like he's been dead for a while. I'm surprised no one found him before you came along. Wer ist dieser Mann? Looks like one of the locals. He'd have to know this spot to come here. You don't just walk over here. But that's just a lazy assumption. What do you think? This is an omen, a sign from above, that you need to stop drinking. Er sieht mir ähnlich. Genauso hätte ich auch enden können. Tot auf irgendeiner verlassenen Promenade mit einer Flasche neben einer Leiche. Wenn Sie mich fragen, ist es wieder nur ein alter Säufer. Ich hätte für meine Kollegen abzustempeln. Ja, hätte ich sein können. Well, at least you're not married. Ah, oh, eine Flasche ist angeschwollen. Or, what if you are? But let's try to not run ahead. For now, all we know is that he's an unidentified middle-aged man found dead on the Martinez boardwalk. Death by misadventure. He slipped and fell through the boardwalk. A truly unfortunate accident. If it wouldn't have been for that bench, he'd be alive. Könnte es mit dem Board zu tun haben? Ich glaube nicht, aber... No, I don't see anything that points in that direction. For now, let's treat this case as a simple, albeit sad, accident, and relate it to the murder case. Agreed. If this somehow converges later, why not? But keep it simple for now. Mal betrunken, Flasche zeigen. Oh yes. Alkoholvergiftung und Leberversagen? Some symptoms of acute alcohol poisoning could have definitely played a role here. Severe confusion, respiratory depression, unpredictable behavior. But I think that death arrived through head trauma, not liver failure. Kebab.
What about it? Did he see that some kebab? Ich hab Lust it's probably from a nearby place, maybe in the box. Sometimes a kebab is just a kebab. Jemand soll die kaputte Promenade haftbar gemacht werden, es ist gefährlich. Aha. We'll seal this place off after the news reaches Strafgeld ausstellen. Officials. I doubt that they have enough resources to actually repair the boardwalk. Not that sealing it off would keep anyone away. All it does is keep the city council's hands clean. Mm-hmm. It does seem to be a pretty straightforward misadventure. Although there's still a question of identifying the body. From where I stand, I can see two options. We either take the case and follow the leads to identify the body on our own, or we report back to the station and leave this for our colleagues to handle. Wow, wir haben ihn gefunden. Wir sollten den Fall zu Ende bringen. Überlass den Fall im Revier. Ich will keine Zeit damit verbringen. Ich brauche mehr Zeit, um zu entscheiden, ob ich diesen Fall lösen will. Ich meine, wir sind ein Superstar-Bulle. Superstar-Bulle würde doch nicht einfach einen Fall liegen lassen und irgendjemand anderem geben. Ich löse jeden Mordfall. Nummer 217 und 218. Bäm. Easy. All right. We've already examined the library card. Let's call the Jamrock Library from my kinema. See if we can learn anything about this Billy Méjean. And while we're there, we should also call the station. Let them know that we are taking the case. Okay. Easy. Promenade nach Schussspuren, Insel nach Schussspuren. Oh! Muss doch die anderen Sachen auch noch. Was ist da denn noch drin? Wieso soll ich da nochmal reingucken? Achso. Okay, da müssen wir anrufen. Das ist easy. Gott, ich bin mir teilweise auch am Überlegen, eins in Willenskraft zu stecken und einfach mehr Punkte da unten zu haben, teilweise. Ich habe 2 Punkte noch übrig. Lass mich eins in Willenskraft stecken. Wozu habe ich die Punkte? Dann habe ich hier auch einen Punkt mehr. Moral habe ich öfters negativ und muss ich nicht jeden Punkt gleich wieder heilen und so. Außerdem hat mir Willenskraft bei Clagé ziemlich viel geholfen. Wie komme ich da hin? Haha, sehe ich was, wo ich nicht hinkomme. Oh. Ja, mit dir wollte ich eigentlich nicht reden. Shit, Mann, das sind da noch eine Unterhaltung. Wie lange machen wir denn heute noch? Okay, warte, ich rede mit denen noch. Ich wollte es hier eigentlich abschließen. Ich würde unten noch das Modell angucken und. Aber wer ist, bist du denn hier? Was machst du denn? Kind? Notice the windows, especially with how there are no windows on the south side. This was to deal with. Wer bist du? Was machst du hier? You officers, come to investigate the historic subtext of West Martinez. I'm Tran Heilostam. You must be Kim Kitaragi, right? I was just telling my son about this building. Not a lot of people realize the historic significance here. Very rich in hypertext. Nice to meet you. Hypertext? Yes, hypertext. Young Carp and the collection of cultural hyperlinks. Moment, was war das vorhin mit den Fenstern? Oh yes, so Mikhail. They had to deal with monitor glare, especially in the summer. They still had vector monitors back then. That was 49 years ago. So they didn't have windows on the south wall. Oh, and I can't Kim? No, I can't say that we've met before. But I've heard of Kim, of course. Mikhail, say hi to the officers. Er legt seine Hand auf die Schulter des Jungen. Das Kind bleibt hinter dem Mantelstamm seines Vaters versteckt. Mantelsaum seines Vaters versteckt und klammert sich an sein Malbuch, das von Lindwürmern handelt. Mikhail's a little tired today. We spent all night trying to run Orbis on his radio computer. Have you heard of it? It's a programming language used in Grad. Quite tricky, but he wanted to play this Grad-made adventure program. We've been getting really into Worms lately. The man speaks in the artificial cadence of a professor, or someone who's been on too many radio shows. But I assume you're not here for giant Worms when there are so many real things to see. Just as I was telling Mikhail before, this is where the Coalition landed in 08. We could be standing on what is the most interesting landmark in Revachol West. This man is your half-brother. You feel it. But why? Well, get a load of this guy.
He really enjoys his trivia. The Orbis programming language was named after its inventor, Victor Orbis, a cybernetician from Grad. They run Vox in the Occidental countries. Was habe ich mit jeder Person gemacht, die ich bisher gesehen habe, um Geld angebettelt? Ich muss meinem Charakter treu bleiben. Ich will Millionär werden. Haben Sie Geld? Sie sehen wohlhabend aus. I do have some money, yes, but that's not what's really important here. He's not gonna give you money. What are you doing? Clearly you were just profiling. No, I mean, come on. You need the money. If it's not a thing, he can give you some. Könnten Sie einfach von diesem unwichtigen Geld haben? Oh no, I don't have it on me, officer. I was talking in more general terms. I'm just spending time with my kid here, showing him around the lesser known parts of our hometown. It wouldn't be wise to carry huge amounts of cash on such expeditions. Not that he would have to worry about being robbed. He looks surprisingly buff. Does he work out? Machen Sie Fitness? I do some Lomantang stick fighting now and then. Lomantang stick fighting is a form of martial arts originating from the island of Lomantang. It uses slender wooden sticks for confronting the opponent. Art des Kampfsports von der Insel? Actually, a great many cultures have their own version of stick fighting, such as the sacred Mbolo tradition of the Hali people, a name deriving from the butterfruit tree traditionally used for crafting the long, slender sticks, whereas the sticks used in other cultures... You doze off as he paints you a comprehensive picture of the history of stick fighting among mankind, seasoning it with unexpected pop culture references. Man, he's good at speaking. People must love him. But anyway, I'm boring you with details again. You were saying? Ich hab vergessen, was ich gesagt habe. Then I guess everything got said, right? The drizzle, it never seems to stop, does it? Nee, ich wollte auch Low Mantang. Ich hab kein Interesse an Ganzen, ich wollte nur ab und zu wissen, ob sie trainieren. Das heißt ungefähr einmal die Woche. Low Mantang Stickfighting is a little like a Berolidin addiction. I've been practicing it for nearly 20 years now, so you could say that my doses have grown a little peculiar. Wait, what does this man know about Perolidon addiction? Augenblick, mein Perolidon-Sucht? Eine interessante Metapher, du stierst die Gesicht. Vielleicht war es aber auch nur keine Metapher? You got me, Detective. But my history should hardly come as a surprise. Here's a former junkie. I can recognize when I see it. Dad's fighting with sticks every night after dinner. For 4 hours. He has a special room for that. And a special costume. That's right, Mikhail. It also has a meditative quality. Helps to clear my head. But anyway. Fuck, ich krieg kein Geld aus dem raus. Was sind leeren alten Gebäude so faszinierend? But it's not just any empty old building. What not a lot of people know is, this used to be the R&D department of Felt Electrical. And Felt, which now sells ink cartridges mostly, was once a top dog in the turn of the century cybernetics boom. Hold on. What's R&D? Was ist F&E? Apologies. It's an acronym for research and development. They don't use it anymore. You're probably more familiar with RTD, research and technological development. Mea culpa. You are not familiar with that one either. This man is a bookhead. Mhm, siehst du das Gebäude an, das wird dir auch. It looks old and weathered, with seagulls picking apart its stone and metal carcass. Bushy undergrowth has taken hold of the collapsed rooftop. Some kind of bird has set up a nest on a broken windowsill. Ich glaube nicht, dass ich von Feld Elektriker schon mal gehört habe. That's not surprising. Only a vestigial ink cartridge and ferrotape manufacturer remains. They started out as a Midway Electronics outfit in Königstein 2 centuries ago. After an aggressive move to Revachol, Feld became a global player in the emerging personal electronics market of the pre-revolutionary era. Still, Tricentennial was beating them in business machines. But Feld had an ace up their sleeve. Or should I say, they were developing an ace up their sleeve? I'm mixing my metaphors here.
Und was für ein Eis? It was here in Martinez, possibly in this very building, that they developed prototypes for a tape computer. Datenbandcomputer. Mm-hmm. An elegant folding mechanism of rollers and ferrotape ribbons, portable enough to be a take-it-home solution, revolutionizing business machines, possibly even bring them to the average consumer. Okay. Which is a feat of engineering even today's giants, Rehm, ICN and ZAM, haven't achieved yet. Was passiert? Indeed. The revolution! Unfortunately, their Moonshot project never made it to the market. Feld's move to Revachol backfired. The revolutionary government liquefied their assets and expropriated those very advanced prototypes. Possibly from this very building, or one of the adjacent ruins. All of this was built by Feld, even a boardwalk. Wild Pines built Martinez proper as a resort for their middle management. Feld built this side of town for R&D. Sie sagen, dass Feld Electronical diese Promenade gebaut hat? Nein. Was ist mit den Ingenieuren passiert, die mit den Mitarbeitern? Was haben die Revolutionäre mit diesen fortschrittlichen Datenbandcomputern gemacht? Wie haben die Datencomputer funktioniert? Wie Funkcomputer? Yes, they even built a pleasure wheel, but that got destroyed in the war. A pleasure wheel? Der Lieutenant sieht sehnsüchtig in den Horizont, als würde er sich vom inneren Auge Gondeln in den Himmel erstrecken. Perhaps reminded of a childhood memory. It's clear he would prefer there were a big wheel lighting up the coast. Da ist doch mal eins eingezeichnet, da war eigentlich immer. Ist halt nicht. Yes, to lure in their star engineers. This part of Martinez was nothing but reeds before Feld arrived. They had to make the prospect of living here attractive. It was supposed to become a global center for innovation in cybernetics. But history had other plans. Was ist mit den Mitarbeitern passiert? Oh, I'm afraid it didn't end well for the boys. But this story is a bit too dark for little Mikael here. Sind das die wohin gerichtet now, worden? If what you the were fuck? To ask about tape computers... Wait. Is he saying that we should just bypass the excesses of the revolution? Er meint damit, dass alle von den Kommunisten umgebracht wurden. Wow, Datenkampfcomputer, oh Gottchen, tut ein Kind jetzt nicht. Nein. Tape computers. Okay, wie funktionieren die dann? Actually, no one knows. No one even knows what a computer made entirely of tape would look like. But word has it, they were very elegant, exquisite, alien-looking, turn-of-the-century hardware. Buckle up. 10 years ago, I did a little freelancing, I guess you could say. I was a special consultant for an exhibition at the Womty Domty Dom Center in Vredefort, Oranje. It raised the same questions, and we had lengthy discussions with Paul Ockerman, who was head curator at the time. This was before the twins Keith and Guy Jews joined the team. He did it. He said Womty Domty Dom Center, like it's the most natural thing in the world. What the hell is a Womty Domty Dom Center? And who the hell are Keith and Guy Yost? Okay, fragen wir das. The Womty Domty Dom Center for Contemporary Art. The exhibition itself drew on Lagerman's notion of memory, and so there were some parallels. That's why the head curator, Paul Ockerman, chose to... Das ist doch frei erfunden, nur wenn es ein Lieutenant hat. Das ist alles aus. Jetzt mal ehrlich, es gibt doch ich frag einen Lieutenant. In fact, I'm not. The Womty Domty Dom Center is a place you can visit if you're ever in Vredefort and are ever in the market for an exhibition space / contemporary art research center. But perhaps I should return to the tape computers. As I was saying, the device itself was very elegant, fragile even. One could write directly on the tape using a special chemical solution. The machine would then analyze the handwriting, perform operations, and project output onto a white screen. It was a beautiful, delicate thing. Made of black film and folding tape structures. Toll. Very, very cool. Though I understand the socio-economic causes of the revolution, it pains me to imagine the revolutionary setting fire to this precious device. But so they did. The Feld playback experiment vanished into the fire of 2007. Who knows? Maybe it was an accident, or maybe they didn't want the technology to end up in the wrong hands. Either way, they're all gone now. Was haben die Revolutionäre gemacht, hat er gesagt. But of course, what else?
Was ich was Auffälliges gesehen? No, I'm afraid I can't help you with this one, officer. It's just a regular day off for me and Mikhail here. So you haven't seen anyone around? No, I'm sorry. As I said, this is just a day off. We just arrived anyway. There's something friendly and familiar in how he says that. A day off. He's telling the truth. He hasn't seen anyone. What? No, thanks to you for having me and little Mikhail here to pick your brain. A very interesting conversation indeed. Pick your brain? If anything, this was rather one-sided. He did the talking. Whatever. Whatever. Oh Gott, ich habe einen neuen Gedanken gewonnen, das Wompty Dompty Center. I don't know, ob ich den überhaupt landen will. Und der verdrehte Gesetzesvertreter. Oh, gute Nacht, Apfel. Oh Gott, hier, wir müssen auch Schluss. Ich mach noch. Ah, ich mach das Bild unten noch. Das wollte ich mit Kim abschließen. Weil, um euch da einen Gedanken zu machen, müsste ich einen anderen Gedanken löschen. Ich könnte den Gedanken löschen, aber. Mal schauen. Wenn ich wieder noch einen Skillpunkt kriege, dann machen wir uns vielleicht Gedanken mal, dass. Wie witzig, das Wompty Dompty Center. Ich habe schon ein paar Gedanken, die mir nicht so viel bringen. Da könnte man vielleicht was wegmachen. A row of ghostly shades facing a crumbling wall. Kim. With another seven shades standing 10 meters from them. Kim. I don't know. I don't know who died here. Landed beside that horrible wall. It could have been any of the parties involved in the revolution. Perhaps the ones executed here were the loyalist conservatives killed by the communists at the start of the civil war. Or it could have been the communists put to death during the last stretch of the conflict by the coalition forces. Remember what Trent Heidelstam said about Veld? Genau, vielleicht waren es die Feldarbeiter. Another likely scenario. Sie haben Koalitionstruppen erwähnt. Könnten die an der Wand gestellten vielleicht zu ihnen gehört haben? Yeah. It's very unlikely the coalition forces were the ones who died here. They were always the last ones against the wall. To be honest, if a coalition member was anyone in this situation, it was a commandant, the superior giving the orders. A cold sea wind blows away the figures. Okay. Okay. Ich glaube, hier machen wir Schluss. Gottchen, es ist Donnerstag. Es sind erst 3 Tage vergangen im Spiel. Da passiert so viel. Was ich sehe, ich habe anscheinend nochmal eine Chance, den abzuhängen. Ich meine, der muss ja schon verrotten. Das habe ich schon 4-mal fehlgeschlagen oder so. Oh, bei ihr will ich ja noch ein Date mit ihr machen. Stimmt. Wir mussten einen tollen Ort dafür finden. Ansonsten machen wir morgen. Wir müssen die Leiche melden und schauen, dass wir den Auftrag annehmen. Wir müssen reich werden. Wir müssen Cindy gehen. Das ist wichtig. Wir müssen Hardy, dass er sich um die Bullensau kümmert. Genau. Da können wir mit Garte noch reden. Oh, im Dorf nach Ruby flagen. Oh, stimmt. Oh, das hätte ich fast vergessen, dass ich da nachfragen könnte noch. Mit dem muss ich nach 21 Uhr. Da hatte ich gestern keine Zeit sozusagen. Ich musste mit der. Das war alles Ding. Die Wand schöner machen können wir auch noch. Dass ich Fallenhose ihm abkaufen. Wer will das machen? Ich weiß nicht, wie ich Gary durchdringen kann. Die Leiche untersuchen. Karaoke können wir vielleicht am Abend mal singen. Vielleicht habe ich einen Abend mal Ruhe. Und frage Glasche nach Sonntagnacht und zu den Toten. Das geht doch gar nicht, aber ich habe sie doch schon festgenommen. Ich glaube, das ist ein Bug. Das ist also ich kann sie auf dem Revier ausfragen. Und wir müssen Morell die Nachrichten überbringen. Das machen wir morgen. Also, im Endeffekt, wenn ich jetzt ins Whirling Rex zurückgehe, sind wir da eine Stunde beschäftigt, Leuten Sachen zurückzugeben und zu reden und zu melden und alles. Alles gibt's morgen. Machen wir Schluss. Und ich habe fast 100 Real. Die Straßenlaterne im Shop kostet bloß 700. Ich kann mir schon 7 eine Straßenlaterne leisten. Frag mich nicht, wieso ich die Straßenlaterne will. Macht's gut. Bis morgen.